Sehr gut, Eden. Und jetzt steig ein. Lass ihn an, ja? Brav so, Eden. Und fahr vorsichtig, ja? Das wär's dann. In einer Woche steigt diese Party und das Haus ist noch lange nicht fertig. Die moderne Geschäftsfrau. Sehr gut getroffen. Eden, die Erfolgreiche. Ja, Castillo? Haben Sie was rausbekommen? Aha. Das ist alles? Ich brauche vor allem Informationen über seine Vergangenheit. Was? Na, beispielsweise, hat dieser Cranston schon mal irgendwann ein Gesetz übertreten? Cranston? Ja, ist gut. Sie melden sich dann wieder bei mir, ja? Alles klar. Anklopfen kannst du wohl nicht, hä? Die Tür war offen. Und das heißt für dich, komm rein, ja? Ich bin Scrooge, der liebe Nick, nicht Cranston. Du willst mich wohl auf die Palme bringen, Nick, oder was hast du vor? Da bist du doch längst. Du sitzt ganz oben und hältst Ausschau nach Cranstons Vorstrafen. Cruz, lässt du nur wegen deiner Eifersucht gegen Cranston ermitteln? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kirk! Dieser Anzug steht Ihnen besser. Ganz vielen Dank. Er würde aber mit ein paar Kaffeeflecken drauf Ihrem Alten ähnlicher sehen. Ja, ja. Hinsetzen. Was ist denn los? Drängeln Sie doch nicht so. Ich will wissen, was Sie gegen mich haben, Julia. Sie lügen nun mal genau wie Ihr Vater. Nein, das ist es nicht. Jack Lee ist mein Vater. Sie können ihn nicht leiden. Nun, was hat das mit mir zu tun? Warum attackieren Sie mich ständig? Das finde ich nicht angenehm. Die angenehmsten Lösungen sind nicht immer die besten. Ach, Julia. Hören Sie auf mit den Sticheleien oder haben Sie Spaß daran? Natürlich. Nach meiner leider unmaßgeblichen Meinung ist Ihr Vater ein Typ, der wenig Nachahmenswertes hat. Wer ahmt schon jemanden nach, den er nicht leiden mag? Ich sicher nicht, denn ich mag ihn wirklich nicht, Ihren Vater. Und doch hatten Sie ein Verhältnis mit ihm. Hat er das behauptet? Nein. Nein, nein, er hat mir nur geraten, keine Namen zu nennen. Ich glaube, er ahnt Ihre Reaktion voraus. Aha, und nun sitzen Sie nackt und wehrlos vor einer Kobra. Wieso denn Kobra? Wenn auch nur eine einzige von meinen Vermutungen zutrifft, dann hat Jack Lee nicht gerade wie ein Kavalier behandelt. Oder irre ich mich da etwa? Er hat sicherlich auch mit Ihnen nur seine Spielchen getrieben. Habe ich recht? Wie gut Sie diesen Herrn kennen, aber er ist noch vielseitiger, als Sie denken. Und Familiensinn hat er auch. Er bewies das, indem er meine Schwester verführte. Julia, das ist ja unglaublich. Ich schäme mich so für ihn. Ach ja? Mit Scham allein ist es aber nicht getan. Hören Sie, ich kenne diesen Mann genau. Er ist immerhin mein Vater. Und Sie sollten wissen, dass Sie nicht der einzige Mensch sind, den er behandelt hat wie Dreck. Sehen Sie, mich hat er auch nicht besser behandelt. Tatsächlich. Tatsächlich. Und ich bin sehr nachtragend. Sie wollen ihm nicht vergeben? Nein. Julia, Vergebung ist leider keine Tugend von mir. Geht bei mir nicht. Ich bin nachtragend auf Lichtjahre hinaus, womöglich noch länger. Wie dem auch sei. Ich möchte, dass wir Frieden miteinander schließen. Darf ich mich sicher genug fühlen, noch ein Glas Wasser zu bestellen? Ja, tun Sie das. Wir schließen für jetzt Waffenstillstand und machen später weiter. Waffenstillstand ist ein guter Anfang, das meine ich auch. Er hat einen Block weiter geparkt und ging hierher. Bei Ihren Nachbarn haben wir ihn nicht gefunden. Er muss sich also bei Ihnen versteckt halten. Hören Sie, er hält sich keineswegs versteckt bei mir. Er ist nur zu Besuch gekommen. Sie wollen zu ihm? Dann bedienen Sie sich. Danke, Jungs. Ohne euch wäre ich hier drin glatt erstickt. Ich danke auch Miss Capwell, ohne die ich nicht wüsste, was wirkliche Freundschaft ist. Oh, hallo Mason, ey, warte mal. Hallo, was ist denn mit dir los? Gehst du zu einem Kostümfest oder willst du joggen? Wahnsinnig komisch. Nein,
Ich bin von Ihnen gebeten worden, Ihre Einladung persönlich zu überbringen. Und, ob du es glaubst oder nicht, für dich ist auch eine dabei. Für mich? Du meinst, ich bin auch geladen zu dieser Veranstaltung? Ja, ich glaube, Ihnen hat lange gebraucht, um diesen Entschluss zu fassen, aber du bist eingeladen. Mason Capwell, sieh mal an. Na gut, wenn du fertig bist mit deiner Rundreise, hätte ich dich gerne kurz gesprochen. Na klar, ich bin in etwa einer Stunde wieder zurück. Großartig. Eine Einladung für Mary hast du nicht? Lass mich mal nachsehen. Mary... Duval. Ja. Ja, Mary, ich hätte sie gleich geben können. Sie hat Dienst, glaube ich. Würde es dich sehr stören, wenn ich ihr die Einladung überbringe? Das wäre dann mein Beitrag zu dieser Festlichkeit. Gute Idee. Ist eine weniger. Danke. Schon gut. Wenn du endlich zurück bist und deine Botentour beendet hast, dann reden wir mal, ja? Okay. Hm. Das dachte ich doch. Mary hat Dienst ausgerechnet an diesem Abend. So funktioniert das alles nicht. Ich brauche noch eine Krankenschwester. Mary! Oh, Mason! Tut mir leid, wenn ich dich erschreckt haben sollte. Weißt du, was das hier ist? Eine Eintrittskarte. Eine Aufforderung, zu meiner Schwesters Party zu erscheinen nächste Woche. Ich glaube, ich sollte mir dieses Vergnügen nicht alleine gönnen. Wo ist das Problem? Du kennst doch hunderte von Frauen, die alle miteinander stolz darauf wären, mit dir zu dieser Party zu gehen. Natürlich, aber ich müsste zum Telefon gehen, den Hörer abheben und wählen und Unsinn reden. Viel Unsinn. Weißt du, da habe ich eine bessere Idee, eine viel bessere. Und welche? Willst du mich nicht begleiten? Ich würde mich sicherer fühlen, wenn du dort wärst. Und für den Fall, dass meine Schusswunde Schwierigkeiten macht und ich ohnmächtig werde... Wieso nicht, wenn ich dort gebraucht werde? Oh, du wirst unbedingt gebraucht. Wann, sagst du, ist die Party deiner Schwester? Nächste Woche? Mittwoch. Ah ja. Oh, am Mittwoch kann ich nicht, leider. Kannst du deinen Dienst nicht tauschen? Oder vielleicht könntest du jemanden bestellen, der für dich arbeitet? Nein, geht nicht. Nichts geht ohne Ginas Erlaubnis. Ohne Erlaubnis geht nichts. Ich würde sie bitten oder fragen, aber sie ist neuerdings immer so unberechenbar und reagiert so eigenartig. Weißt du, das werde ich mal in die Hand nehmen, ja? Das willst du wirklich tun für mich? Nicht doch, das ist Eigennutz. Nur aus Eigennutz tue ich das. Mary, und du kannst dir schon mal ausdenken, was du anziehen wirst. State Department. Ich habe zwar eigentlich keinen Termin frei, aber kommen Sie ruhig rein. Fühlen Sie sich wie zu Hause, dann können wir uns in Ruhe unterhalten. Soll sie zuhören? Mich stört sie nicht. Bei Ihnen steht sie doch praktisch auf der Lohnliste. Übrigens, kriegt sie für meine Auslieferung vielleicht ein Kopfgeld oder sowas? Wir haben Ihnen überhaupt nichts vorzuwerfen. Für uns sind Sie sauber. Wirklich anständig von Ihnen. Sauber ist ein schönes Wort. Tja, das war ein hartes Stück Arbeit, Sie zu finden. Das können Sie mir glauben. Ja, wieso hätte ich es Ihnen leichter machen sollen? Wir wurden zu Ihnen geschickt, um mit Ihnen gewissermaßen einen Vertrag abzuschließen. Wir haben ein Angebot für Sie, ein sehr gutes. Sie bieten in eigener Sache oder bietet noch jemand mit? Wir wissen alles über Ihre Flüge nach Äthiopien. Sie brachten den Hungernden dort Nahrungsmittel. Und wir wissen, dass niemand außer Ihnen dort hätte landen und wieder starten können. Sie haben Unmögliches möglich gemacht. Ich bin wirklich überrascht. Haben Sie mir etwa eine Medaille mitgebracht? Nein, nur ein Angebot. Sie könnten in Zukunft in unserem Auftrag fliegen. In offiziellem Auftrag, im Auftrag der Regierung. Regierungsauftrag. Und was für eine Ladung? Naja... Das Übliche, die einen oder anderen Hilfsgüter für einige Krisengebiete. Sie meinen Konservendosen und Tütensuppen oder etwa nicht? Nicht ganz, wir wollen Ihnen da nichts vormachen. Das können Sie auch gar nicht. Ich fürchte, Sie reden von Waffen. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Wenn Sie es sagen? Sie würden einer guten Sache dienen. Waffen irgendwo hin zu transportieren ist ganz gewiss keine gute Sache. Mit solchen Geschäften will ich nichts zu tun haben. Ich würde gern für Sie fliegen, aber sowas kommt nicht in Frage. Ich danke Ihnen, aber die Antwort ist nein. Ein Gespräch ist schon immer ein guter Beginn gewesen. Richtig. Jack hat Sie Eden vorgestellt und Sie profitieren von der Dame. Klar, aber ich muss Eden zeigen, was ich kann, nicht ihm. Mit Jack ist es ein bisschen so wie in einer Feuerpause. Ich ziele auf ihn, aber ich drücke nicht ab. Tut mir leid, es macht bestimmt nicht viel Vergnügen, so zu leben. Aber er tut doch eine ganze Menge für Sie und Sie wollen trotz all dem nicht verzeihen. Niemals kann Jack Lee das wiedergutmachen, was er meiner Mutter antat. Niemals mehr.
Er hat sie im Stich gelassen, gerade als sie schwanger und ganz allein war. Wirklich großartig. Aber dann hat er sie gesucht und gefunden und ihnen seine Hilfe angeboten. Und sie nahmen sie an, ohne sich zu genieren. Sicher. Meinen Sie nicht auch, dass er mir einiges schuldig war? Und er hat keine Ahnung davon, dass Sie ihn nicht besonders mögen? Nun, ich erwähne es nicht andauernd, so wie Sie. Ich habe seine Beziehungen ja auch nie für mich genutzt. Ich auch nicht mehr. Brauche ich nicht. Was brauchen Sie denn wirklich, Kirk? Ich bin richtig neugierig, wie er aussieht, Ihr großer Plan, oder wie Sie es sonst nennen wollen. Mein großer Plan? Ich möchte meinen eigenen Weg in dieser Welt gehen und immer mein eigener Chef sein und keinem etwas schuldig bleiben. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie das schon längst erreicht. Sie haben Ihre eigene Management-Beratungsfirma aufgebaut, Sie hatten Erfolg und Sie waren sogar Ihr eigener Boss. Und das alles ließen Sie im Stich für Eden und die Capwells. Für mich klingt das widersprüchlich. Da können Sie mir erzählen, was Sie wollen. Kann sein. Sie arbeiten jetzt für Eden und dort können Sie doch wirklich nicht Boss sein. Nein, das ganz sicher nicht, aber es ist eine Chance, eine gute Chance. Das ist alles andere als eine gute Chance. Das ist Selbstbetrug. Sie wollten Ihr eigener Boss sein und hatten das auch schon erreicht und plötzlich gilt das nicht mehr. Es liegt an Eden. Eden ist der Grund, nicht? Das ist es. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen? Sie sind genau wie Ihr Vater, ob Sie ihn nun mögen oder nicht. Scharf auf schwer verführbare Frauen. Kann sein oder kann nicht sein. Mein Problem. Eden, ja? Das ist also der Grund Ihres Engagements. Weil Cranston Eden den Hof macht, kommst du ins Schwitzen? Nein, das interessiert nicht. Eden kannst du weglassen. Es geht hier nur um Cranston. Aha. Hör mal, ich bilde mir doch nichts ein. Der Kerl stinkt. Du meinst, der Kerl stinkt? Aber wieso ist er gefährlich? Ja, du denkst doch nur, dass Kirk für Eden gefährlich werden könnte. Und davor hast du Angst. Wieso nicht? Immerhin ist Eden der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben und nicht dieser Fatzke. Du bist genauso wichtig für Eden, wie sie es für dich ist. Glaubst du wirklich, dass sie sich für einen solchen Angeber interessieren würde? Er ist mehr als nur ein Angeber, dieser Kerl. Pass mal auf. Du und deine Eden, ihr seid doch wie siamesische Zwillinge. Noch dazu habt ihr beide dieses Haus. Du machst einen sehr großen Fehler, wenn du ihr nicht traust. Glaub mir das. Oh Mann, du verstehst das alles völlig falsch. Eden steht kurz davor, durchzudrehen. Ich versuche sie zu beruhigen. Und kaum, dass sie sich erholt hat, ein bisschen wenigstens, kommt dieser Cranston und ihr Vaterkomplex ist stärker als je zuvor. Welcher Komplex denn? Soll ich ihn sterben lassen oder nicht? Sie weiß nicht, was sie tun soll. Das ist sehr schwer für sie und Cranston tut alles, um sie noch mehr zu beunruhigen. Cranston ist Edens Angestellter. Cranston will mehr sein als nur Edens Angestellter, da bin ich absolut sicher. Du solltest sehen, wie geschickt dieser Typ vorgeht. Er macht, er schmeichelt und macht Komplimente und er versucht, sich unentbehrlich zu machen. Aber bevor er das schafft, werde ich ihn absägen. Ich weiß zwar nicht, was du vorhast und es geht mich auch nichts an, aber ich denke, dass es sehr ungesund für dich werden kann, wenn du dich einmischst. Ich mache nichts anderes als eine kleine Untersuchung. Und wenn ich auch nur eine einzige faule Sache in seinem Leben finde, dann bringe ich ihm persönlich bei, dass ein Gastspiel bei Eden beendet ist. Gina? Ja? Wo warst du denn? Ich hab dich gesucht. Ich wollte gerade essen gehen, aber ganz allein macht es keine Freude. Du hast nicht zufällig Hunger, Mason? Doch, natürlich, aber leider habe ich heute noch sehr viel vor und keine Zeit. Keine Zeit für mich, oder? Nicht doch, Gina. Übrigens hast du den Dienstplan der Schwestern zur Hand. Wieso? Willst du dir eine borgen, oder was? Aber nein, es geht um Mary. Sie ist eingeladen zu Edens Party und sie bat mich, dich zu fragen, ob sie den Abend frei haben könnte. Ach, tatsächlich? Wieso ist sie denn nicht selbst gekommen? Sie hatte wohl Angst, du sagst nein. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, wir seien gute Freunde. Ach so, das wusste ich gar nicht. Wieso ist es immer wieder das Gleiche? Ich glaube, mit jemandem befreundet zu sein und dann stellt sich heraus, ich bin es nicht. Wollen wir mal in den Dienstplan schauen? Ach, ich glaube schon, dass ich da irgendwas machen kann. Die andere Schwester hat ganz gerne Nachtdienst. Pausenlos sieht sie sich Horrorfilme an. Ich bin sicher, sie tauscht mit Mary. Wundervoll, Gina. Ich bin überzeugt, Mary wird dir sehr dankbar sein. Dir oder mir? Dir? Keine Frage. Mason, ich wünschte, auch du wärst mir dankbar. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Gina. Ich bin dir doch auch dankbar, natürlich. Wirklich? Ich kann zwar nicht ganz genau sagen, wofür, aber ich denke mal darüber nach. Du wirst es rauskriegen, da bin ich sicher. Klar. Du gehst zu Edens Party? Ja, ich bin da eingeladen. Gehst du allein? Ich probier's mal allein, ja. Ich glaube, ich bin nicht willkommen genug, um dort lange auszuhalten. Wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich dich begleiten. Das wäre mir eine Ehre. Wir finden schon noch mal eine Gelegenheit nur für uns zwei. Denkst du nicht auch? Wenn wir mal unsere Köpfe zusammenstecken, ganz bestimmt. Na bitte, wie schön. Denk mal drüber nach.
Wenn Sie mich brauchen, um Arzneimittel zu den Eskimos zu bringen, dann bin ich Ihr Mann. Schon gut, hier ist unsere Telefonnummer, falls Sie es sich anders überlegen. Ist gut, danke. Du bist beleidigt und das verstehe ich auch. Aber wieso versuchst du nicht einfach, mich zu verstehen und beleidigt? Meine Angst um Nick? Du holst die Bullen und lieferst mich aus. Und ich soll das alles auch noch lustig finden, ja? Na gut, ich entschuldige mich, Dylan, in Ordnung. Was denkst du eigentlich, dass ich ein Spion bin? Ja, oder an der Spitze des FBIs oder vielleicht auch bei der CIA. Blödsinn. Blödsinn? Ich komme mir blöd vor. Bist du zufrieden? Vergiss es. Ich kann mit einem Flugzeug umgehen und das ist alles, Kelly. Viele bitten mich, für sie zu fliegen. Ich gehe nur danach, wer am meisten bezahlt. Und mit dem fliege ich dann auch. Ich bin froh, dass das State Department dich nicht mehr sucht. Du hast endlich deine Ruhe, du musst dich nicht mehr verstecken. Gar nichts hat sich geändert. Du hast überhaupt keine Vorstellung, in welcher Gefahr ich bin. Das State Department war meine kleinste Sorge. Was ist es dann? Es geht um den Mann, der das hier haben will. Und die Mine, die ich gefunden habe. Carlo heißt er. Es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis Carlo mich gefunden hat. Sam hat mich sicher verraten. Bruce und Eden sind wie füreinander geschaffen und gar nichts. Nicht das Geringste bringt sie davon ab. Die Schöne und das Biest. Nein, mehr die Richtung Lancelot und Genoveva. Bruce beschützt ja nicht nur Eden, sondern jedes Mitglied der Familie, das in Schwierigkeiten kommt. Und sie alle haben mal Ärger gehabt. Kelly, Ted, Sophia und nicht nur das. Bei CC hatte Mr. Cruz bereits angefragt und er gab seinen Segen. Wie es aussieht, hat Cruz bessere Karten als ich. Allerdings bin ich sicher, dass er nicht der Richtige für Eden ist. Hören Sie, Kirk, ein Donnerschlag mit Namen Eden hat sie erwischt. Aber denken Sie stets daran, dass Eden zu Cruz gehört. Alles klar? Julia, ich bin in diesen Dingen nicht ganz unerfahren. Ich bekomme immer, was ich will. Auch Blondinen namens Eden. Oder eine gebrochene Nase. Sagen Sie mir doch mal, hat diese Kampagne, die Sie anlaufen ließen, die Kampagne für Cruz, das Ziel, mit seiner Beförderung bei Ihnen Punkte zu sammeln? Oh nein, sie bat mich darum, es zu tun. Und als Mitarbeiter ersten Ranges gehorche ich natürlich. Und Sie wissen auch, dass Cruz bereits ein Haus am Strand für sich und Eden gekauft hat? Tatsächlich? Ja, als Hochzeitsgeschenk. Ich habe den Vertrag gemacht. Großzügig, diese Geste von ihm, nicht wahr? Wo liegt denn das Haus? Ich habe die Adresse nicht im Kopf. Ich müsste nachsehen. Wieso wollen Sie das eigentlich wissen? Danke. Aus reiner Neugier möchte ich erfahren, wo das Haus steht, in dem die beiden so besonders glücklich werden sollen. Wirklich. Das muss Ihnen Freude machen. Ja, die Freude wird groß sein. Hören Sie. Ich habe versprochen, niemandem etwas davon zu erzählen. Also bitte halten Sie den Mund, ja? Der springende Punkt ist der. Kein Mann kann in die Beziehung zwischen Cruz und Eden einbrechen. Sie ist perfekt und jeder weiß das. Julie, erzählen Sie mir doch nichts über die super perfekte Beziehung und die ewig währende Liebe zwischen... Aha, sieh mal an, da kommt er schon, wenn man vom Teufel spricht. Eigenartig. Überall, wo ich auftauche, ist Cruz nicht weit. Hören Sie auf mich. Es ist zu Ihrem Besten, glauben Sie es doch. Also, Julia, es ist noch nicht lange her, da gossen Sie mir kaltes Wasser in den Schoß. Und was tun Sie jetzt? Ist jetzt eine Gehirnwäsche dran oder was haben Sie vor? Keine Gehirnwäsche. Ich helfe Ihnen aus der Patsche, sonst nichts. Warum? Bittere Erfahrungen haben mich vorsichtig gemacht. Sie ersparen sich das, wenn Sie mir glauben. Gut, ich bin brav. Und beherzige Ihre Meinung, aber wie heißt es doch so schön? Die Oper ist erst zu Ende, wenn die Dicke gesungen hat. Sie haben also auf dich geschossen, als du starten wolltest? Ja, Sam war hinter mir und ich sah, wie er abstürzte. Genau in die Mitte einer Bananenplantage am Ende der Startbahn. Tut mir leid. Denkst du, er ist tot? Ich weiß nicht. Ja. Ich meine, wenn er nicht tot wäre, dann würde er sich melden. Aber vielleicht hat er es doch geschafft. Er war mein bester Freund. Wenn Carlo ihn umgebracht hat. Du musst ein aufregendes Leben führen. Jedenfalls klingt es sehr danach. Kann sein. Weißt du, andere träumen immer nur von Abenteuern und du hast sie erlebt. Für mich sind das keine Träume, Kelly. Ich suche keine Abenteuer. Irgendwie passiert das einfach. Stell ich mir recht kompliziert vor, dich irgendwo zu finden. Und du, bist du auch schon geflogen? Nur mit einer Linienmaschine. Ach, als Passagier, das ist gar nichts. Du musst vorne sitzen, ganz vorne. Und dann bist du Jonathan Livingston Siegel. Du spürst diese endlose Freiheit und willst nicht mehr runter. Die Erde ist langweilig. Und du möchtest nur noch... Du möchtest nur noch fliegen, immer nur fliegen. Du bist nicht so, wie du immer tust. Du bist überhaupt gar kein Macho, Dylan.
Wahrscheinlich bin ich wie jeder andere. Wir alle träumen doch. Nur halte ich die Träume fest. So lange, bis sie wahr geworden sind. Ach ja? Was passiert, wenn deine Träume wahr werden? Was dann passiert? Dann bin ich ein reicher Mann, der sein Glück in Afrika gefunden hat. Ach ja, das Ende des Regenbogens, meinst du das? Mehr den Anfang eigentlich. Nick! Hallo! Hast du alles erledigen können? Das habe ich und deshalb machen wir auch ein Picknick. Das Beste hast du verpasst. Tatsächlich? Was denn? Zwei Kerle vom State Department waren und da. Und ich tat das Dümmste, was Weißt du, was sie getan hat? Sie hat den beiden den Weg versperrt, aber die drängten sie zur Seite und fanden mich in meinem Versteck. Ulkig, was? Wieso bist du dann noch hier? Ach, sie wollten weiter nichts. Ich sollte nur mal für sie fliegen. Mehr war nicht. Soll das etwa ein Witz sein, Dylan? Kein Witz, Nick. Ich habe einfach abgelehnt. Und ich dachte, die schicken ein Erschießungskommando oder sowas. Plötzlich ist alles vorbei. Wann bin ich froh? Und ich erst. Hey, Kelly. Huh? Fehlt dir was? Nein, ich fühle mich gut. Sehr schön. Hör zu, ihr beide habt jetzt sicher Hunger nach der ganzen Aufregung. Dylan, willst du nicht mit uns essen? Nein. Es ist genug für alle Ich danke dir, aber es geht nicht. Zu zweit ist es ein Picknick und zu dritt ein formelles Essen. Ich habe sowieso noch was zu erledigen. Aber du bist herzlich eingeladen. Nein, nein, danke. Ich muss trotzdem gehen. Wir sehen uns später noch, ja? Mach's gut, Kelly. Mach's gut. Eden ist eine richtige Berühmtheit geworden. Hat sie eigentlich noch genug Zeit für Sie? Wissen Sie, Gina... Darf ich mal stören? Ja, was ist denn? Miss Capwell rief gerade an. Sie bat mich, Ihnen zu sagen, dass sie es zum Essen nicht schaffen wird. Ihr Interview dauert länger. In Ordnung. Ich danke Ihnen. Sie gehen doch noch nicht, oder? Doch, leider. Ich wollte mich mit Ihnen unterhalten. Sie sind wesentlich seltener hier als Kirk Cranston. Er und Julia sitzen nebenan. Er kommt ganz schön herum, finden Sie nicht? Er verbringt so viel Zeit mit Ihnen, dass man sich fragen muss, ob das alles geschäftlich ist. Sie wollen mir Gerüchte mitteilen, ja? Natürlich nicht. Ich bin sicher, es ist rein beruflich. Genau, Sie sagen es. Sie müssen aber zugeben, es ist schon vorgekommen, dass eine anfangs rein berufliche Beziehung ganz langsam zu einer privaten Beziehung geworden ist, oder etwa nicht? Ach, Gina, hören Sie doch auf. Warum? Ich denke dabei nur an Eden. Sie ist sehr nervös und macht keinen guten Ihr Problem Eindruck. Besteht darin, mit Ihnen klarzukommen. Und das kann ich nun wieder sogar verstehen. Wieso können Sie sich der Familie nicht anpassen? Das würde doch so manches vereinfachen. Für euch alle. Das versuche ich ja andauernd, auch wenn alle gegen mich sind und erklären, ich gehöre nicht zur Familie. Das hätte niemand behauptet, wenn CCs Papiere auffindbar wären. Und das muss was mit Ihnen zu tun haben, möchte ich meinen. Oder etwa nicht? Oh, Sie sind auch gegen mich. Ich bin nur dagegen, wie Sie sich verhalten. Und dass diese fürchterlichen Streitereien mit Ihnen nicht aufhören. Wieder bin ich's, dass wir miteinander streiten, weil Ihnen CC sterben lassen möchte und ich das nicht will, ist natürlich ohne Bedeutung. Oh, ich würde Ihnen glauben, wenn ich könnte. Ach, so berühmte Cruz ist. Nicht möglich, der gute Kirk. Ich lasse die beiden Herren allein miteinander. Bitte denken Sie daran, dass Sie Gentlemen sind und sich hier nicht prügeln dürfen. Oh, vielen Dank. Ich möchte ein Problem mit dir besprechen, das mich sehr beschäftigt. Ein familiäres Problem. Worum geht's denn? Um Eden. Du weißt doch, welche Sorgen sie sich macht wegen Daddys Gesundheitszustand, nicht? Sie hat Angst um ihn. Die haben wir doch alle. Ja, aber nicht so verkrampft wie sie. Sie ist doch geradezu besessen. Ich glaube, sie hat ein Trauma. Kann schon sein. Weißt du auch, was sie bewegt? Weiß ich. Aha, dass sie sich von Außenstehenden beraten lässt, weißt du auch. Nein, wieso? Sie glaubt nur noch das, was ihr dieser Kirk Cranston sagt, als wäre er das Orakel von Delphi. Das ist ganz sicher nicht gut und darum glaube ich, dass es jetzt an uns ist, den Männern der Familie die Dinge mal wieder ins richtige Lot zu bringen. Jetzt weiß ich, was du willst, Mason. Du willst nur meine Stimme und nicht meine Meinung. Das macht doch wohl kaum einen Unterschied und ändert nichts am Tatbestand. Ich will doch nichts anderes, als unsere Firma wieder auf feste Füße stellen und dass die Majorität im Familienbesitz bleibt und nicht bei Außenseitern landet. Ja, und die Familie bist du. So wie du, ja. Und sobald du dein Studium beendet hast, trittst auch du in den Aufsichtsrat ein. Ich weiß, das dauert noch eine Weile, aber dann wirst du Teilhaber sein und auch mitentscheiden, was zu geschehen hat in der Firma, ganz klar. Du kennst doch sicher den alten Spruch, jeder ist sich selbst der Nächste, oder? Sicher, und ich kenne auch einen über Blut und Wasser. Ich mache die Familie zur entscheidenden Kraft, Ted, und damit versuche ich, dieser unsinnigen Rivalität ein Ende zu bereiten. Herrgott, Mason, das will ich doch auch. Dann sind wir uns einig. Nicht ganz, das geht mir zu schnell. Na klar. Denk in Ruhe mal darüber nach, aber bitte vergiss nicht, dass ich durchaus recht haben könnte. Mach ich. Sonst noch was? Nein, das ist alles, wenn du nicht vergisst, dass die Einigkeit zwischen uns unsere einzige Chance ist. Ich werde dran denken. Tu das. Oh, Mary. Du wirst eine Veränderung finden, wenn du in den Dienstplan siehst. Jetzt schon? Hm.
Schießen, ist das schön. Warst du das etwa, ja? Wer denn sonst? Und nicht nur das. Ich bringe dir deine eigene Einladung. Einladung? Eine Einladung, ja. Aber du gehst natürlich trotzdem mit mir. Oh, ich wüsste nicht, was ich lieber täte, ehrlich. Ich habe nichts anzuziehen. Oh, wir werden bestimmt etwas Schickes finden. Ich suche dir was aus. Oh, nein, nein, nein. Das kann ich nicht zulassen. Wirklich nicht. Aber warum denn nicht? Ich mach's freiwillig und das ist ein Spaß. Weißt du, ich werde... Wir können uns später darüber unterhalten. Ich muss das hier nach oben bringen. Ich habe nur noch diese Party im Kopf. Ginger, hier ist Mason. Gut, dass ich dich erreiche. Ich brauche 3 oder 4 Girls, die Kleider vorführen können. Hast du da was für mich? Ja, 3 Mädchen oder 4. Gut. Gut. Allzu viel haben wir nicht geschafft. Es soll doch eine Überraschung für Eden werden. Ich denke, unsere beiden Turteltauben kommen auch ganz gut ohne uns zurecht. Denkst du? Mhm. Und ich verüble es ihnen nicht. Das sagst du jetzt als Ornithologe. Natürlich, als Fachmann und Meister im Taubennestbau. Dieses Nest zum Beispiel hier ist fantastisch. Weißt du, es ist nicht schlecht, aber fantastisch? Es ist sogar fast ein Palast. Was sagtest du eben? Ich nenne es einen Palast. Liebesnester wie dieses hatte nicht einmal Kublai Khan. Die beiden haben hier ein Zuhause und das macht ihnen sicher keiner streitig. Selbst wenn der Tag noch so anstrengend war, hier können sie sich ausruhen. Wenn keiner den Frieden stört, ist das hier ein richtiges Paradies. Du klingst heute sehr kleinbürgerlich, finde ich. Wieso kleinbürgerlich? Sag lieber häuslich. Ich habe genug vom Leben in dreckigen und stinkenden Apartments und alten Hotels. Es ist mal an der Zeit, sesshaft zu werden. Es wundert mich, wie schnell du deine Einstellung ändern kannst. Ach, Kelly. Ich will endlich ein bisschen ruhiger leben und mein eigenes Zuhause haben. Das kostet aber eine Menge Geld, Nick. Ja, aber das Buch bringt uns eine Menge Geld ein, das weiß ich. Du wirst sehen, ich baue uns unser Nest. Und wenn's langweilig wird, was machst du dann? Gehst du? Das wird nicht langweilig. Ich mache die alltäglichen Dinge und du bemühst dich um Abwechslung. Du kannst mir glauben, Langeweile wird ein Fremdwort für uns sein. Das wäre ein Versuch wert, wenn ich nicht wüsste, dass alles nur ein Späßchen für dich ist. Für ein paar kurze Monate wirst du den Braven spielen und dann wirst du packen und wieder von dann gehen. Alle Hartleys, die ich kenne, sind so Abenteurer sind sie und das wird sich auch nicht ändern. Ich weiß, dass Dylan so ist, aber ich nehme Leben. Und ich will jemand ganz Besonderes. Vielleicht ahnst du wen. Wenn du was Besonderes willst, kannst du ja Cruz und Eden besuchen. Ich mein's ernst. Ich will dich, nur dich, keine andere, Kelly. Ich will nie wieder weg von dir, nie wieder. Du meinst eine Familiengründung mit allem drum und dran? Kelly, bitte, ich mache keine Witze. Ich möchte Hallo. Dich in aller Form darum Hallo? Bitten. Na, ihr zwei? Hallo. Julia hat gesagt, ihr seid hier. Hallo, Ted. Ich nehme mir den Apfel, ja? Wisst genau ihr, warum ich hier bin? Genau im richtigen Moment. Ich habe hier Einladung für euch. Für die... Ja, so rum. Für Edens große Überfliegerparty im Express. Was war noch? Bitte schwarzer Anzug oder langes Kleid. Tennisschuhe sind erlaubt und getanzt wird, bis die Latschen kaputt oder die Beine gebrochen sind. Das ist sehr schön. Ich danke dir. Mhm. Oh. Wisst ihr... Ich vermute, ihr wollt mich bitten, noch nicht zu gehen, oder? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wir sehen dich ja auf der Party. Tja, diese Antwort habe ich erwartet. Ich werde wieder gehen. Entschuldige die Störung. Also, ich beginne nochmal. War ich nicht gerade dabei, dich, zu bitten, mich zu heiraten? Oh nein, das wolltest du nicht. Du hast noch lange nicht das Alter zum Heiraten, aber du bist alt genug, um dich mächtig zu verlieben. Und ich schlage vor... dass du mich bitteschön zu dir bringst und mir zeigst, wie verliebt du bist. Ich werde dich sicher noch mal... Tu das, nur nicht jetzt. Ja, hallo? Ich würde gerne mal Mr. Neil... Nick
Hartley sprechen. Tut mir leid, aber er ist nicht da. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, sein Name steht auf einer Lieferung, die wir aus Afrika bekamen. Und er kann sie sich hier beim Flughafen Zoll abholen. Großartig. Ich habe es schon erwartet. Ich meine, ich warte schon lange darauf. Ich komme sofort und hole die Lieferung ab. In Ordnung. Ich danke Ihnen. Ich bin gleich bei Ihnen. Es macht wirklich keinen Unterschied, ob ich nun mit Ihnen hier sitze, Cruz, und ein paar Drinks nehme oder auch nicht. Ich muss Ihnen häufig sehen, und zwar sehr häufig. Ich möchte, dass Sie das verstehen. Kirk, ich bin nur über die Euthanasie-Angelegenheit verärgert. Sie sind kein guter Ratgeber in dieser Sache. Hören Sie, was ich mache, ist, Ihnen gefühlvollen Beistand zu geben, den Sie ihr vorenthalten. Mann, Sie sind scharf auf Eden, ich weiß das, aber ich warne Sie. Eden und ich werden bald heiraten. Und Sie bleiben brav, mein Guter, oder ich werde unangenehm, klar? Schon gut. Wissen Sie, es war gut, dass wir uns beide ausgesprochen haben. Oh ja. Danke. Hallo? Ja, Jake, was ist los? Wen meinst du? Meinst du irgendeine fremde Person? Stöbert rum. In den Akten. Ich denke, ich kann mir vorstellen, wer das ist. Ich danke dir trotzdem. Was? Was ist denn los? Setz dich hin und gedulde dich. Sitzt du bequem, möchtest du vielleicht... Nein, ich möchte wissen, was du vorhast. Sofort. Stell dir vor, du wärst in Paris und würdest die Herbstkollektion bewundern. Entspann dich und schau zu. Alles klar? Was ist denn nur los heute? Ich... Pass auf, wir beginnen mit Jerry. Geraldine, dein Auftritt. Na, wie gefällt's dir? Jerry zeigt uns eine elegante Kreation aus königsblauem Seidentaft mit einem aufregenden Plissé-Kragen auf dem schmal geschnittenen Oberteil. Bitte auch die Rückenansicht, Jerry. Danke. Und nimm bitte den Kaugummi raus. Ah, Entschuldigung. Sehr schön. Und nun zu Dawn. Da ist sie schon. Dawn zeigt uns ein metallisch schimmerndes Chiffon-Oberteil mit juwelenbesetzten Ausschnitt. Der weite Rock ist aus bordeauxfarbenem Taft. Eine zauberhafte Drehung, Dawn, danke. Und jetzt Ingrid. Ingrid präsentiert ein schulterfreies, raffiniert geschnittenes und mit Perlenapplikationen besetztes pinkfarbenes Modell. Wunderbar. Oh, hoppla. Mason, das ist mir richtig peinlich. Ich muss es umdrehen. Ja, tu das. Na, welches hat dir am besten gefallen? Alle, sie sind wunderschön. Bloß, ich hätte allerdings lieber etwas mehr, konservatives gesehen. Ach, weißt du, du musst die Kleider ohne die Mädchen beurteilen. Die sind nun mal keine Profis im Vorführen. Mason, das ist es nicht, was ich meine. Ich weiß, ich kenne diese Mädchen. Sie arbeiten in der Klinik bestimmt. Du warst es doch, der ihnen diese Arbeit verschafft hat, um sie von der Straße zu holen. Tja, ich bin richtig philanthropisch veranlagt, nicht wahr? Ich bin lieber hier, Nick. Dass das hier kein Strandhaus ist, macht mir nichts aus, gar nichts. Naja, aber ein richtiges Zuhause haben wir nicht. Was hast du nun? Mir reicht es. Oh nein, es ist schon so. Wir haben kein Zuhause. Eine einfache Wohnung reicht mir dafür nicht. Ein Zuhause muss schon sein, so wie Cruz das für Eden plant. Man muss selbst entscheiden können, wo die Türen hinkommen und die Fenster und wie groß die Zimmer sind. Und man muss den richtigen Platz finden, um sein Zuhause zu bauen. Wo würdest du den suchen? Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass Eden den Blick aufs Wasser liebt. Was würdest du gerne sehen wollen? Berge? Täler? Oder lieber eine Ranch in Ohio? Ehrlich gesagt, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Eine Ranch, das wäre was für mich. Eine Bruchbude, beinahe zerfallen, würde mich nicht stören. Und wir müssten alles wieder aufbauen und mindestens 20 Kinderzimmer einrichten. Stell dir das nur mal vor. Es ist niemand in der Nähe. Kein einziger Nachbar. Das Leben wäre immer fröhlich und lustig durch die Kinder. Ja, jede Menge Platz. Nick, hör auf. Könntest du jetzt den Mund halten und genau das tun, was du mir vorhin versprochen hast? Du wolltest mir doch zeigen, wie verliebt du bist.
Ich denke, du solltest das hier nehmen. Weißt du, was die Chinesen sagen? Die Seide wurde erfunden, damit die Frauen auch in Kleidern nackt gehen können. Und das finden die meisten sehr befreiend. Es ist großartig. Und der Ausschnitt ist nicht zu gewagt? Nein, aber nein. Es ist doch nur der Hauch eines Dekolletés. Du wählst dir eins der Kleider aus und gehst darin zur Party. Du machst mir eine Freude damit. Ist das dein Ernst? Sehe ich etwa aus wie ein Schelm? Oh, wenn das dein Ernst ist, dann werde ich das dort nehmen. Oh, sehr gut, dann wartest du hier und ich werde den Mädchen beim Umziehen helfen. Ich bin gleich wieder da. Oh, Jerry, Dawn und Ingrid, ihr wart großartig. Ich danke euch vielmals. Ja, wahrhaftig. Gut. Ich glaube, es hat Ihnen gefallen, die Kleider vorzuführen. Die Perspektive ist neu für Sie. Meine Damen. Oh. Welches nehmen Sie? Oh, Gina. Oh, das Rote, denke ich. Finden Sie es gut? Doch, wunderbar. Ich find's schön. So ein Kleid muss sehr teuer sein. Ich denke, über 500 Dollar. Nein, ich hatte keine Ahnung. Woher sollten Sie auch, Mary? Ah, ich sage es nicht gern, aber was Männer für solche Präsente erwarten, ist ganz bestimmt nicht nur Dank. Sie wünschen? Ich möchte die Lieferung für Nick Hartley abholen. Oh! Dann sind Sie der junge Mann, mit dem ich telefoniere. Ganz recht, ich bin der Bruder, Dylan Hartley. Oh ja, natürlich. Dann wollen wir uns die Lieferung mal ansehen. Würden Sie mir folgen, bitte? Na klar. Leider habe ich vergessen, Ihnen zu sagen, worum es sich handelt. Vielleicht hätte Ihnen das den Weg erspart. Das ist die Lieferung? Das ist sie. Wer ist das? Samuel Williams. Sam? Aber das glaube ich nicht. Sie haben ihn ermordet. Verdammt! Tut mir leid, Sir. War es ein Verwandter? Nein, er war mein Freund. Oh, Sam, konntest du dem nicht entkommen? Macht's gut. Danke dir. Ihr wart wirklich großartig. Entzückend. Mach's gut. Nein, ich will das da. Sie hat aber das da ausgesucht. Ich weiß, aber eigentlich will sie das da. Richtet aus, dass ich es wundervoll verpackt geliefert haben will. Ich werde es Mary dann am Abend der Party überreichen. Und du bist einmalig. Du bist ja mächtig abgefahren auf die Braut. Keine Angst, Ingrid. Zwischen uns beiden wird sich nie etwas ändern. Das denke ich doch auch. Ich danke euch allen. Dir, Dawn. Und natürlich auch dir, Jerry. Oh, ich höre die Glocken bereits läuten. Du musst dein erstes Kind nach mir nennen, ja? Du willst, dass ich mein Kind Geraldine nenne? Und wenn es ein Knabe wird? Natürlich nur, wenn es ein Mädchen wird. Und nicht Geraldine, sondern Gertrude. Das ist mein richtiger Name. Bestimmt. Ich denke darüber nach. Ich verspreche es. Danke dir, Jerry. Also, macht's gut. Mason, ich wünsche dir das Beste. Und ich meine, du hast es wirklich verdient. Glaub mir. Danke für deine Anteilnahme, Dawn. Und wenn du eine Abschiedsparty machen willst, ruf uns an. Du weißt, dass ich noch immer die gleiche BH-Größe trage wie früher? Daran zweifle ich keine Minute. Ich denk dran, Dawn. Wir sehen uns. Mason, ich will dich nicht kränken und es tut mir leid, aber ich kann unmöglich ein Geschenk akzeptieren, das dermaßen teuer ist. Aber Mary, du tust das nicht für dich, sondern für mich. Verstehst du? Ganz uneigennützig. Du musst einfach nur daran denken, dass das Kleid in den nächsten Tagen geliefert wird. Ich sage dir, Mason, romantischer als du es bist, kann wirklich kein Mann sein. Ich muss jetzt nach deinem Vater sehen. Mason, ich danke dir. Ich finde dich wirklich wunderbar. Schon gut. Sie hat recht, Mason, eine sehr romantische Angelegenheit. Es scheint, du denkst gar nicht mehr an mich. Du hast genug schöne Kleider und sie hat gar keins. Vorsicht, Mason. Ich habe Pläne für uns. Ich lasse dir natürlich deine Freiheit. Du kannst ruhig flirten. Aber wenn du mit Mary etwas anfängst, werde ich mich zurückgesetzt fühlen. Und das dürfte kein Spaß für dich werden. Wenn ich dich so ansehe, scheint mir, dass du mir drohen möchtest. Warum nicht? Du vergisst, dass du es mir verdankst, hier wieder im Haus zu sein. Die gute Mary wird dich als Tramp nicht so toll finden. Die Leiche muss erst identifiziert werden, bevor wir den Sarg freigeben können. Also, wenn er ein Freund von Ihnen war... Ja,
Das kann ich tun. Was in Gottes Namen ist das? Wie sieht er denn aus? Vielleicht ist das bei seinem Stamm so üblich. Wenn Sie einen Moment mit ihm allein sein wollen... Ja, bitte, das möchte ich. Ich warte nebenan auf Sie. Also das Haus, das Cruz für Eden baut. Sehr schön. Bewegung.